So, kennst du das, wenn du zu früh auf Aufnahme starten drückst und dann noch im Ladebildschirm bist? Willkommen zurück zu Cookie Cutter Folge 16. Euer Second Monitor Guy ist wieder da. Der Second Monitor Guy. Oh mein Gott, ist blind geworden von der Lautstärke. Ho! Ey, wenn man so ein selbstregulierendes, also so. Holy shit. Ein selbstregulierendes Headset? Patent sofort anmelden. Einfach eins, das automatisch erkennt. Aha. Dieses Geräusch wird jetzt gleich eine sehr hohe Dezibelanzahl haben und das reguliert dann automatisch runter. Das wäre auch total geil für alle Headphone-User, wenn die ein frisch installiertes Spiel starten, weil die frisch installierten Spiele sind immer so absolut laut. Das ist absolut krank, wie oft mir das Gehirn rausgedröhnt wird, wenn ich zum Beispiel. Was habe ich denn? Ich habe letztens Dungeonborn. Die Demo von Dungeonborn habe ich gespielt, ja? Und ich habe das Spiel gestartet, ich habe nichts mehr gehört. Ich habe nichts mehr gehört, außer dieses Spiel. Also das Spiel war da, das war auch noch eine Stunde später dann in meinem Ohr. Und das ist ja kein kurzfristiges Problem, das ist ja schon immer so. Es ist schon immer so gewesen, also machen wir das weiter so. Sag mal, wo bin ich? Hat es nicht gemacht. Wo bin ich? Hä? Da habe ich noch nie aufgehört. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo habe ich denn letztes Mal aufgehört? Warte mal. Oh, geile Frisur, Alter. Ach so, sieht man nicht. Ich bin da davor. Lol. So. Wo waren wir am Schluss? Wir sind dann da irgendwo hochgesprungen. Dann haben wir uns da durchgebasht. Ha? Dann haben wir uns da durchgebasht. Ich erinnere mich. Ah! Okay, alles legitim. Gut, ich bin einfach nur blöd. Hä, ich habe gestern aufgenommen. Wie konnte ich das vergessen haben? Das ist ja, ich werd legit dement. Okay, hallo und willkommen. Wann startet die Folge? Was startet die Aufnahme? Ist ja schon so. Ah ja, stimmt. Ah ja, true. Ich habe gesagt, ich habe die Tour verpasst. Jetzt müssen wir da nochmal hoch. Oh mein Gott, alles ergibt sich. Ich bin der Idiot. Ach so, wir sollten nochmal wieder zurück teleportieren. Wir haben ja unsagbar viel Money. Also genug für bestimmt einen ganzen Skill. Und das sollten wir dann auch mal reinvestieren. Damit wir dann schön ordentlich die Gegner hier weiter vermöbeln. Hallo? Ach so! Ich kann nicht schießen, weil ich den falschen Skill equipped habe. Na, jetzt haben wir zumindest mal die Angriffsanimation von den Bärheinzens gesehen. Au! Lassen Sie dies bitte. Vielen Dank. So. Da stand einer, das habe ich vorhin gesehen. Ich finde es übrigens auch extrem geil, dass die. Moment. Dass die Projektile einfach so lange fliegen, bis sie tatsächlich auf was treffen. Au. Derbe. Weil ich nicht aufpasse. Weil ich schon wieder einfach nur am Quatschen bin und dann. Oh, da unten sind wieder Todesstacheln. Todesstacheln aus der Hölle. Und ihr merkt vielleicht, der Jago hat extrem gute Laune. Der extreme Jago. Der extreme Jago. Hat nämlich extrem heute frei. Gute, wir müssen Samstag arbeiten, aber das ist ja ein Problem für die Zukunft. Das heißt, ich habe heute den ganzen Tag Zeit aufzunehmen, was ich will. Das heißt, wir fangen jetzt hier schön geschmeidig ein bisschen mit Cookie Cutter an. Danach wechsle ich wahrscheinlich auf erstmal ein bisschen Haushalt machen, um die Stimme zu schonen. Warten Sie! Ich will Ihnen was zeigen! Meine Gitarre! Und dann werde ich wahrscheinlich. Werde ich auf jeden Fall. Was heißt wahrscheinlich? Ich werde auf jeden Fall noch Vampire's Dawn aufnehmen. Weil. Ich bin Asgard! Und ich liebe halt Vampire's Dawn. Es ist ein so gutes Spiel! Und ich habe mir auch schon ein Retro-Game vorbereitet. Ne? 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 Vielleicht werde ich da auch mal ein Stündchen investieren. Müssen wir mal gucken, wie der Jago heute dann noch so Zeit hat. Weil heute ist ja auch Valentinstag. Ja, also für mich. Für euch nicht. Das ist wahrscheinlich schon wieder eine Woche später oder. Keine Ahnung. Wochenende. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welcher Tag für euch ist. Irgendwann sind wir
bestimmt auch wieder synchron und wir haben den gleichen Tag. Aber nicht heute. Will ich hier schon raus? Eigentlich noch nicht. Eigentlich will ich erstmal hier links gucken. Ach, guck mal. Noch ein paar Gäste. Kann ich die nicht einfach da hoch? Jo. Komm her. Geht doch. Nice. So, jetzt kann ich da runter. Ich glaube, das mache ich mal. Einfach der Vollständigkeit halber, weil ich kann ja da auch wieder hoch jetzt, ne? Jo. Hm. Aber ja, auf das Retro-Game habe ich auch mega Bock. Das wird vielleicht auch ganz nice, je nachdem, ob sich das gut Let's Playen lässt oder nicht. Aber ich mach das schon. Ich mach das schon. Außerdem, ihr mögt ja, ihr liebt ja Retro-Games. Ihr seid da ja genauso wie ich. Ich glaube, wir haben einen sehr guten, gleichen Geschmack. Vor allem einen sehr guten, weil, ich meine, sonst wäre der nicht hier, wenn ihr keinen guten Geschmack hättet. Stiefel. Da oben hat irgendwas geblinkt, da kann man hoch. Sieht aus, als würden wir jetzt gleich in eine Plattforming-Passage kommen. Oh Gott. Oh Gott, das ist Manfred. Manfred, die Blechbüchse. Und der Wald. Schön. Da kann man auch wieder runterstürzen. Das machen wir gleich, weil das ist ja auf der Karte markiert. Also kann ich es ja kaum vergessen. Oh, Gewalt. Nein, ich wollte doch Gewalt ausüben. Ich habe übrigens hier den Achievements gesehen. Wir haben das eine Mal, ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal, diesen dicken Boss besiegt. Das müsste das letzte Mal gewesen sein. Ja. Und es haben mehr Leute die Trophäe für den Atomisator, also für die Gun, für die Piu-Piu-Piu-Piu, als dafür den Boss zu besiegen. Das heißt, man hätte tatsächlich vor dem Boss fliehen können und ich habe einfach nicht geschnallt, wie. Vielleicht hätte ich tatsächlich einfach weitergehen müssen. Vielleicht wäre das ganze Geheimnis gewesen. Aber der war jetzt halt auch nicht so ultra schwer, ne? War jetzt kein Dark Souls Boss. Dark Souls. Wupp. Immer schön um die rumtanzen. Aber Jago, du musst sie doch parieren. Ich muss hier ja nix. Das ist mein Kanal. Ich mache hier, was ich will. Wow. Nice. So. Oh, der gute Mr. James Games. Dem würde das Spiel bestimmt auch gefallen. Wenn er denn noch was machen würde. YouTube-technisch. Ach, so sad. Sad. Aber ich kann sie ihm nicht verübeln. Wenn es ihm keinen Spaß mehr macht, dann lohnt sich das einfach auch nicht. Ich meine, ich habe hier das Privileg. Was ist das Privileg? Ich habe es mir halt ausgesucht, ne? Dass ich halt einfach eine halbe Stunde spiele und dann ist Folge fertig. Im Prinzip, Thumbnail muss ich noch machen. Editing muss ich noch, also Cut muss ich noch machen, aber. Ne? Braucht verhältnismäßig wenig Zeit. Aber der Mr. James Games, also für alle, die ihn nicht kennen, der ist ein Reviewer, den ich sehr, sehr mag. Von dem ich tatsächlich einer der wenigen YouTuber, von dem ich so gut wie jedes Video gesehen habe. Wenn nicht der einzige. Und, der hat halt einen sehr guten Spielegeschmack, der mir sehr zusagt. Da komme ich nicht hoch. Außerdem liebt der Mann Metroidvanias und das Spielesammler. Also der macht quasi alles, was wir hier auch machen. Er ist tot. Also nicht James, sondern sammelt 10.000 Bits. Ah, nice. Und ja, der hat halt basically mit YouTube aufgehört. Weil ich meine, für so ein Review-Video, du musst ja erstmal das Spiel spielen, ne? Vom Großteil, also zumindest eine gewisse Zeit. Dann musst du das Skript schreiben, dann musst du das ganze Zeug aufnehmen, musst es dann editieren, musst Thumbnails machen, musst Sound-Editing machen, du musst... Das dauert... Also ich habe ihn tatsächlich mal gefragt in den Kommentaren und er hat gemeint so 10 bis 15 Stunden pro Video ohne Gameplay war, glaube ich, die Antwort. Also ohne das Gameplay aufzunehmen. Ist schon ein Ding. Für dann die knappen 1000 Views, die er leider nur gekriegt hat. Ja, wobei er definitiv mehr verdient hatte. Ah, der war so funny. Er hat sich auch noch richtig Mühe gegeben damit, mit verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten dann einzubauen. Ah! Geil. Ach, Mr. James. Wenn du das hier sehen solltest, Folge 16 vom Cookie Cutter Let's Play. Bezweifle ich stark, weil der Mann mag keine Let's Plays. Aber ich klinge wie der übelste Sim, ne? Aber ich meine, kann ich mitleben. Dann, ich liebe dich, alles gut. Mach wie du denkst. Fühl dich nicht gezwungen, irgendwas zu tun, was du nicht willst. Alles gut. Aber ein Bierchen könnten wir mal trinken gehen. So, wo bin ich? Ich bin da links.
Das heißt, hier müsste ja jetzt eigentlich ein Shortcut irgendwie in irgendeiner Weise sein. Da oben ist eine Truhe. Wir müssen auf jeden Fall nochmal da nach unten. Das sind ja noch definitiv verschiedenste Sachen. Aber vielleicht kann ich gleich nochmal von oben nach unten fallen. Was ist das hier eigentlich? Schauen wir gleich nochmal. Nach rechts geht es ja definitiv weiter. Das heißt, erstmal schauen wir hier hoch. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Hier gibt es Licht und... Ah, das ist auf der anderen Seite. Hup. Nice. Hup. Nice. Wieso knurrt mir denn jetzt eigentlich schon wieder der Magen? Ich habe vor... 2 Stunden habe ich gefrühstückt. Wie kann ich denn jetzt schon wieder hungrig sein? Was bin ich denn für ein Mensch? Oh! Gut, das ist keine Stachelbahn. Nein! Ich verbitte mir diese. Oh, nice. Was ist hier? Nix. Wo muss der Schalter? Also, wo muss die Glühbirne rein? Ist nur eine glorifizierte Glühbirne. Ah. Nee. Aber muss doch... Muss ja da runter, ne? Muss ja da runter. Oh mein Gott! Das war kacke. Den richtigen Winkel zu treffen ist manchmal nicht so leicht. Das ist ein Knobbes. Ups. Mist. Nochmal zurück. Haha! Auf den zweiten Versuch. Und jetzt haben wir Licht. Und das Gitter geht auf. Das heißt, wir kriegen hier unser Item. Und bitte lass es eine Energiezelle sein! Ja! Komm, ich denke wieder einen Stimmbruch! Hurra! Ah, jetzt komme ich hier wieder runter. Ich sehe. Ja geil, dann knalle ich mir nach der Folge einfach noch ein Brot rein. Eine köstliche Stulle. Kann ich hier... Ich muss doch irgendwo Secrets geben. Irgendwo muss es was Leckeres zum Sekreten geben. Da ist nix. Okay. Irgendwie passt das Gesicht hier nicht so ganz rein, ne? Das sind... Das hier und das hier sind so... Diese Yoko Taro-Gesichter. Und das hier ist einfach ein echtes Gesicht. Was nicht ganz rein. Der ist bestimmt der Leadsänger. Der muss bestimmt sich ein bisschen besser präsentieren. So, Mikrofon mal wieder ein bisschen weiter von meiner Raisin weg. Dass ich nicht mal so reinschmatzen tue. Tuten tun. Nein! Hören Sie auf, mir weh zu tun. Ich möchte dies nicht. Ich möchte diese nicht. Oh. Nein, ich... Warte, okay, na gut, dann heilen wir uns erst. Bisschen entschleunigen. Jago muss sich mal ein bisschen beruhigen. Er hat immer so viel Energie, wenn er frei hat. Oh mein Gott, er hat mich geslamdunkt schon wieder. Kann ich... Nein, ich brauche dein Geld! Nein! Oh, happened again. Das ist ja mal der geilste Move übrigens auch, ne? Dieser... Kein Slam Dunk, das ist beim Volleyball hier, wenn du den, wie nennt man das denn? Wenn du den Ball blockst und dann so eine Atomschelle nach unten gibst. Damit der Ball mit 700 Mach nach unten knallt. Nee, 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 du bleibst stehen hier. Du bleibst stehen hier. Du fliegst nicht runter. Ah! Nein! So, jetzt ist er tot. Krieg ich das Geld? Naja, den, das Organ krieg ich zumindest. Hallo? Da ist ja der Shortcut, den ich gesucht habe. Okay, nice. Da unten ist der Teleporter. Da sind wir... Ist die Map auch schon wieder nicht aufgedeckt, ne? Na gut, da müssen wir nochmal hingehen, schnell. So, hier müssen wir, glaube ich, einfach rein. Und ja, hier waren wir ja in der letzten Folge. Das ist so weird, dass die Karte manchmal wegbuggt. Das ist übrigens extrem unpraktisch, dass die Karte wegbuggt, weil gerade in einem Metroidvania... Sollte das nicht passieren. Jago, das sind Gegner, die musst du töten. Lass mich in Ruhe, Mann. Mach ja, was ich will. Aber wir waren ja da rechts. Wir sind da doch gewesen. Bin doch da reingefallen. Also runtergefallen. Meine Kartencompletion. Muss ich das alles nochmal machen. Doch, packen. Könnten die alle hier aufhören, mich umzubringen? Das fände ich genial. So, und jetzt blaste ich die. Dann gewinne ich nämlich. So, den jonglieren wir ein bisschen. Und dann quetschen wir den noch aus. Oh, jetzt habe ich extra noch... Oh, jetzt habe ich noch 60 Damage bekommen. Ich wollte nur... Ich wollte mir nur heilen. Mii.
So, 117 HP haben wir wieder. Ist alles. Oh nein, 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 nein. Okay. Habe ich zumindest die Truhe. Ach, da ist ein Shortcut. Da ist ein Shortcut nach oben. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. Warum chillt der da eigentlich so? Warum würde ich da langfahren? Warum würde ich da langfahren? Einfach nur um zu sterben, nur den Typen zu killen? Na, kann's klingen. So, wie komme ich denn da hoch? Ach so, ich müsste da langfahren, wenn ich nicht hier lang springen würde. Ach so. Ja, manchmal bin ich schlauer als die Entwickler, habe ich das Gefühl. An manchen Stellen haben die nicht gerechnet, dass man da lang geht. Ey, Geld! Und da ist der Shortcut. Jetzt können wir hier nochmal die Energie einsammeln. Wenn wir schon da sind, können wir auch die Karte nochmal schnell erkundigen. Genau, hier habe ich gesagt, das ist Baby einfach. Was ja auch der Wahrheit entspricht. Hier war der Shortcut. Hier war ein bisschen Loot oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ich würde vergessen, alles. Jetzt ist die Karte aktualisiert. Pup. Jetzt wird gespeichert. Ich habe das Gefühl, die Kartendaten werden nicht aktualisiert mit dem Speichern, sondern irgendwann random. Vielleicht nur mit Autosaves. Und deswegen ist manchmal die Karte, die ich aufgedeckt habe, nicht gespeichert. Aber meine Position, wo mein Charakter ist, schon. Deswegen waren wir jetzt hier unten bei dem Save. Aber die Karte oben drüber war nicht aktualisiert. Weil der Autosave wahrscheinlich da oben war, als man in den Übergang reingegangen ist. So meine Theorie. Ob die jetzt Hand und Fuß hat, weiß ich nicht. Ich habe einen Double Jump versehentlich benutzt. Upsi. Naja, das Schöne ist ja, jetzt ist alles respawned und kann mich wieder verkloppen. Ist das nicht toll? Oh mein Gott. Komm. Ich gehe lang. Ist doch Quatsch. Warum sind denn hier so viele Gegner? Da sind die Gegners. Nur noch 100 Meters. Ich bring dir jetzt aber alle. Was willst du tun? Ja, nichts. Ganz genau. So. Nächster Safe Point. Jetzt muss ich da runter. Gleich haben wir es wieder. Kann da... Uff. Nur einmal Schaden machen. Und jetzt... reicht das mit 30? Yo. 25 brauchen wir für den Skill. Okay, Arena. Arena-Leiter. Volle Verkloppung. Gewalt. Und jetzt können wir da rein und machen das hier. Und hier wieder Gewalt. Oh oh. Und da wieder Gewalt. Nice. Jetzt müsste ich genug Punkte haben. Let's. Wo bin ich? Let's fetz, wollte ich sagen. Da sind Punkte. Da sind Punkte. Da sind Punkte. Da ist Mord. Oh mein Gott, I love it. Ich spiele wieder den Spellcaster-Build, so kennt man mich. Aber es funktioniert, das finde ich geil. Build Variety, baby. Last Epoch Full Release soon, baby. Ups, den habe ich getarnt. Du vermöbelst mich nicht. Solange ich da noch was dazu zu sagen habe. Ja. Nass. Och, na. Habibi, das muss doch nicht sein. What? Imagine, ich sterbe jetzt an dem. Ich kann den nicht. Jetzt kann ich. Okay. Fertig? Oh, noch einer. Na gut, die sind ja nicht gefährlich. Da kann ich mir ja trotzdem mal eine Zeit heilen. Vielleicht kommt ja gleich noch was Gefährliches dazu. Schubidubidu. So, in den Arsch geblasen haben wir dem. Sehr gut. Haben wir es jetzt? Jawohl. Jetzt sind wir schon bei über 11.000 Money. Der Shortcut ist auch offen. Vielleicht finden wir hier sogar noch was. Hier sind auch noch Truhen gewesen, ne? Oh mein Gott. Giftmüll und jede Menge Money. 11.360. Gut, viel Money war es nicht. Aber die Arena hat ja auch gut Geld gegeben. Und wie mache ich genauso viel Damage, wenn ich trete? Als wenn ich den Skill, also die Gitarre benutze. Okay, so.
Wo geht es weiter? Links geht es weiter. Ich habe meinen Bus verpasst. Happened quite frequently. Oh, das habe ich früher als Kind immer gemacht. Ich habe auf dem Dorf gewohnt damals. In Hillbillistan. Und naja, da ist halt ein Bus alle 2 Stunden oder so gefahren. Ne? Und die Schule war halt nicht in meinem Dorf. Also musste ich mit dem Bus zur Schule fahren. So. Also habe ich manchmal den Bus verpasst. If you know what I mean. Dann konnte ich halt nicht... Sag mal, das ist auch praktisch, ne? Dann konnte ich halt nicht zur Schule fahren. Schade, bin ich zu spät gekommen. Und manchmal haben dann meine Eltern gemeint, ja komm, bleib einfach zu Hause, was auch immer. Und so bin ich manchmal um die Schule rumgekommen. Weil am Nachmittag hätten mich meine Eltern nämlich sowieso von der Schule abholen müssen, weil da fährt kein Bus zu der Zeit. Ah, geil, Ist aber geil. So, wir hatten einen Tagebucheintrag freigeschalten. Nummer 3. Ich brauchte mehrere Tage, um den Mut zu finden, wieder in mein Tagebuch zu schreiben. Langsam habe ich den Verdacht, dass mir jemand folgt. Ob sie mich beim Herumschnüffeln erwischt haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist meine Paranoia unbegründet oder ich spüre nur die Last dieser schrecklichen Geheimnisse. Heute habe ich neue Details über die dunkle und nie erwähnte Vergangenheit von Infonet entdeckt. Nach der Rückkehr von der Expedition zum Zentrum des Megabauwerks gelang es Victor Garbanzos, eines der Mineralien zu stehlen, die ungestört um den Kern herumschwebten. Es scheint, als hätte sich das natürliche Gleichgewicht der Dinge verändert, weil das Mineral aus seiner ursprünglichen Position entfernt wurde. 212 Jahre später ist das geheimnisvolle Mineral immer noch in ihren Händen. Sie nennen es den Roten Samen. Er wird schon sehr bald mir gehören. Shinji Fallons Tagebuch, Woche 26. Okay. Wir haben keine Erinnerung freigeschalten, wir haben übelst viel Cash. Achso, über Shinjis Tagebuch. Wenn du da draußen Ärsche versohlt hast, konnte ich einen weiteren Tagebucheintrag freischalten. Achso, okay, ich dachte, da kommt noch mehr. So, was haben wir hier? Leeren Verstärker, TP erhöhen, brauche ich alles gerade noch nicht. Können wir später kaufen, vielleicht wenn wir die Achievements holen wollen. Bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher. Ob Achievements holen gerade so in meinem Interessenbereich liegt. Ob ich mir das in mein Portfolio mit aufnehmen will. Waffen verbessern. Die Gitarre verbessern. Diese Verbesserung kann Sherry die Kombination Bühnenklopper ausführen. Nach unten und Y. Bestimmt so ein Powerslide. Schaden des Kampfhandschuhs. Ich meine, ich benutze die Gitarre viel, wieso nicht? Mit dieser Verbesserung kommen wir durch den Schaden des Stratoblasters bin ich dabei. Und wir können Akkordexplosion machen, indem wir nach oben und Y drücken. Ach, Powerslide gibt's auch nochmal. Okay. Ja, ich meine, alle dreien. Geht nochmal. Verdorbene Wurzeln brauchen wir. Wir haben fast das gesamte Geld jetzt schon aufgebraucht. Nice. Also das ist der Powerslide. Geil. Wenn man AOE, wenn ich nach oben drücke. Ach, Shane. So, wir haben auch noch ein paar Motorradteile. Hey, Rob. Hey, Schnurki. Schön, dich wiederzusehen. Du siehst heute wunderschön aus. Womit kann ich dienen? Es sollte noch 4 Teile geben. Das Megabauwerk ist eine endlose Müllhalde und mitten im Müll verbergen sich unzählige Schätze. Der sieht so Monkey Island aus, ne? Versucht die fehlenden Teile zu finden. Wenn ihr das schafft, baue ich euch die derbste Maschine, die ihr gesehen habt. Ja, gut. Habe ich nicht. Also, ich habe, glaube ich, 2? Fragezeichen. Treibstofftank, Motor, Fahrgestell. Ach, die nasse Schlüsselkarte. True, brauchen wir auch noch. Ja, ein Motorradteil brauchen wir noch. Das kriegen wir auch noch. Das kriegen wir auch noch. Muss jetzt nicht sofort sein, aber das holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Jetzt ist die Frage, wo muss ich weiter? Nein, ich will teleportieren. Ich gehe mal davon aus, hier unten. Sumpffahrt. Ah! Das müsste ja dann die Diesellagune sein, oder nicht? Ach so, wir müssen eigentlich mal ein bisschen backtracken, ne? Aber ich kann gar nicht nach links. Komme ich gar nicht lang.
blau. Blau ist wieder was anderes. Wir müssen mal noch backtracken. Hier sind auch immer noch Wege, die nicht erkundet sind. Wobei ich mir allerdings sicher bin, dass ich da war. Das ist wieder ein Bug. War ich doch. Da oben war ich. Bestimmt auch. Hier sind, glaube ich, Shortcuts gewesen. Keine Ahnung, was hier ist. Ha, vielleicht ignoriere ich das jetzt auch erstmal. Weil ich da vielleicht später langkomme. Aber ich habe ja zum Beispiel... Hier. Hier ist doch auch noch so ein Elektrostatistenteil Bummenskirchen. Ist auch nur eins. Na komm, das hole ich mir. Okay, hier ist die verschlossene Tür. Da oben ist das Ding. Das heißt, ich... wie ging das nochmal? Nee, das ist alles falsch. Muss ich einfach... Ah, ich muss schießen, einfach nur gedrückt haben. Nee. Ich krieg's gleich hin. Jetzt. Alle Tasten. Legit alle Tasten gedrückt, bis ich den richtigen Knopf gefunden habe. Nice. So, Motorradteile vielleicht? Oh, erstmal eine dicke Arena. Nee. What? Ich würde sagen, da kommen wir noch rein. What? Hier ist ein anderes Gebiet? Diese Lagune. What? Energiezelle. Ja, geil. Hat sich gelohnt. Ach, die ist da dazwischen. Aha. Natürlich. Ich kann ja da hoch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin ein Semmelbrödel, Alter. Bis zur nächsten Folge. Ciao.